Welcome to the NXT tryouts. My name is Bill DeMott, and I'm the head trainer of NXT. As you read on the application, we are only having one day of open tryouts this year. This is your one chance. We will be awarding at least one WWE contract today based on your performance. So you better make me notice you. Everyone at this tryout has some level of training or experience, but we don't care about your resume here. We only care what you show us when the pressure is on and at this very moment. So with that being said, I'm going to pair you up and you're going to show me what you got in this ring. And we're going to start with you and you. Let's go. I don't have all day. Okay. Ja, willkommen zur zweiten Folge von meiner Karriere bei WWE 2K15 und da kam Bill DeMott, der Head Coach von NXT Performance Center. Und wir machen mal das erste Match, mal sehen, wie wir es anstellen. So, jawohl, erstmal ein paar Dritte. Man sieht, die Schläge sind echter. So, und ja, super Move. Ja, ich zeige hier mal ein bisschen meine Fähigkeiten mal, dass ich das Spiel noch kann. Man sieht unten, was neu ist, die Prozentanzahl. Wenn man bei I want a WWE Superstar. Ja. So. Sehr schön. Gut. Nein! Schön, aber sehr, sehr langsam, ne? Geführt. Gut, 2,5%. So, schön reversed. So. Und jawohl, schöner Slam. Bei 100% kriegt man einen Signature. Und bei 50... Was ist jetzt los? Ah, okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ansatz zum Walls of Jericho. Und gebe ich auf. Nein, bitte nicht. Nein. Komm schon, du schaffst es. Nein, er muss aufgeben. So. Hey, geh runter. Hey, break it up. Dankeschön. Das tut weh. I said break it up! Cut it out! Both of you! Get out of the ring and cool off now! Ja, cool bleiben. Sag mal, lernst du es nicht? Lass mich Ruhe. Ja, lief jetzt nicht so gut. Ich hoffe, wir konnten ihn beeindrucken ein bisschen. Ja. War auf jeden Fall gar nicht einfach. 2 Tage später. Look, I know things got a little crazy out there. But I want to let you know you looked impressive. So impressive that the WWE has decided to give you a contract. Sign this and you'll be starting your career on NXT. Ein Stellenangebot. Es ist mir eine große Ehre, dir die Position eines WWE Superstars anbieten zu können. Melde dich beim COO Triple H, dem General Manager Vicky Guerrero und dem General Manager von NXT William Regal. Du musst ihren Anweisungen immer folgen, sonst bist du raus. Dieses Angebot berücksichtigt das geltende Arbeitsrecht. Einstellungsdatum 1.4.2015. Stellenbeschreibung WWE Superstar. Bezahlung 1215 VC pro Woche. Keine Ahnung, was das heißt. Unterschreibe das hier und deine Karriere bei NXT beginnt. Und das machen wir natürlich. Gesperrtes Objekt. Triple H Kleidung von, ja. Das werden wir aber auf jeden Fall noch spielen, dieses Modus. Aber das seht ihr nicht. Das seht ihr auch auf meinem Kanal. Und zwar müsste es noch heute kommen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem WWE-Vertrag, B-Pointe. Aber das war der einfache Teil. Du musst ein paar Matches im Performance Center bestreiten. Sobald Bill DeMott dich für bereit erklärt, bekommst du deine Chance in dem NXT-Roster und du kannst beweisen, was du drauf hast. Gewinne deine Matches, sammel TP und steige deine Eigenschaften. Dann bist du im Handumdrehen im Hauptroster. Genau. Werden wir machen. Warum nicht, ne? Das Performance Center.
Wie gesagt, nochmal, 100% ist die Signature-Anzeige und 150% kriegt man Finisher. Jetzt sagt Bill DeMont noch was. Das Wichtigste ist, kräftig zu werden. Dazu sollst du am besten deine Eigenschaften verbessern. Zuerst erfährst du, wie deine Eigenschaften verbessert. Wähle dazu bitte Eigenschaften. Eigenschaften? Eigenschaften machen deinen Superstar Stärke. Bewege L, also linkes Steuerkreuz, nach rechts, um deine Eigenschaften um 1 zu verbessern. Je mehr TP du hast, desto mehr kannst du deine Eigenschaft verbessern. Wähle nach dem Verbessern okay. Du kannst diesen Bereich erst verlassen, wenn du die Eigenschaften verbessert hast. So. Gut, machen wir erstmal eins nach weiter. So. Gut. Na, machen wir hier ein bisschen. Ich glaube, das können wir ja auffüllen, ne? So. Füllen wir hier das komplett mal auf. Ah, ne, geht doch nicht. Machen wir hier ein bisschen besser. So, verbessern wir uns hier ein bisschen. Ein bisschen an der Zähigkeit, Armzähigkeit. Hier noch ein bisschen verbessern. Dann hier noch. Na, hier noch. Was ist das denn? Dein Schild kostet. Ja, gut. Mach mit. So, wir sind wieder da. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen noch aufgebessert hier von der TP. Ich möchte aber noch sagen, dass hier die Stelle nachkommentiert ist. Also die letzten 13 Minuten sind jetzt nachkommentiert, da mir ein Fehler passiert ist. Und zwar habe ich eine kurze Unterbrechung gehabt, wie ihr es vielleicht merkt an dem Schnitt. Und habe mein Mikrofon ausgemacht, ich im Gespräch. Und ich denke mal, eine Aufnahme muss man es ja nicht hören, falls mir ein Fehler passiert, dass man es nicht hört. Und ich habe danach vergessen, das Mikro wieder auf normal wieder einzustellen. Also das, die Stummfunktion wegzumachen. Und dadurch, ja, habe ich eigentlich reingequatscht, aber ja, man hat nichts gehört. Man sieht schon, ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich habe eine Statistik hier, Dings da, gemacht. Und ja, ich möchte Ihnen noch ein paar Sachen vorlesen. Und wenn wir gleich das zweite Match machen, bis das allererste Match, dann. The easiest way to earn SP is simply by winning a match. In this match, I want you to focus on beating your opponent with strikes and holds. Once he is weak, pin him. Ja, wir müssen ihn durch Pinfall zur Mission gewinnen und wir kriegen 100 TP. Und ja. Was TP heißt, weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare bitte. Wir sind hier im WWE Performance Center. Finde ich sehr cool, dass man hier im Performance Center ist. Und da ist der Build-A-Mod unten. Aber ich möchte jetzt auf was eingehen. Also. Ihr seht jetzt momentan die zweite Folge. Die erste Folge ist leider ein bisschen schief gelaufen. Deswegen, ich wollte sie eigentlich schon gestern hochladen. Aber das hat nicht ganz geklappt, weil Musik drin war, die halt GEMA-rechtlich waren. Und dadurch wurde das Video nicht gesperrt, sondern der Ton wurde ausgemacht. Und ein Video ohne Ton ist scheiße. Deshalb werde ich zukünftig auch die Musik jetzt auch, also ab der nächsten Folge werde ich die Musik nicht mehr hören. Da werde ich die runterstellen. Vielleicht sogar komplett ausmachen. Weil ich keinen Bock habe, so Probleme zu haben und ich hatte schon mal einen unnötigen Strike, aber ich will keinen zweiten unnötigen haben. Der erste unnötige war, wo irgendwie ein Video, aber es hatten irgendwie sehr viele damit Probleme gemacht, also ich war nicht der Einzige, der so einen Scheiß gekriegt hat, aber nun gut. Habe ich mich nochmal kurz mit der Steuerung beschäftigt, damit ich hier noch ein bisschen besser informiert bin. Ich wollte wissen, glaube ich, wie es mit dem Laufen funktioniert, weil ich glaube, ich noch sehr fokussiert war auf FIFA, weil ich halt FIFA viel gespielt habe und jetzt WWE ist schon ein bisschen Umstellung. Ja, ich finde auf jeden Fall WWE 2K15 gut. Ich habe es jetzt mal ein bisschen angezockt und so weiter. Ich werde vielleicht noch ein Meinungsvideo machen, ich weiß es aber nicht. Hängt von der Zeit ab. Und WWE 2K15 wird noch ein bisschen viel kommen. Also, ein bisschen viel, würde ich sagen. Einerseits mit meiner Karriere und dann später halt die Modusse halt mit dem Showcase die 2, dann noch später noch ein paar Storylines und dann später noch der Exorbitant. Also WWE 2K15 werden wir noch ein bisschen länger sitzen und darauf habe ich auch Bock. Ist ja auch ein großer Teil dieser WWE Let's Plays, was ich ja schon seit, ja, von Anfang an gemacht habe. Ich glaube, seit Januar habe ich angefangen. Januar 2013 kamen die ersten Videos und zwar WWE 13, wo ihr die erste Folge nicht mehr seht wegen den Problemen, sondern erst nur die zweite. Und ja, und dann lief es weiter. Ich habe viele WWE-Projekte geschlossen. 12, SmackDown vs. Raw 2011, 10, 9, an 18 wäre gerade dran, ist ja momentan pausiert.
ja. Deswegen, das ist eigentlich sehr, sehr cool. Was ich auch cool finde, ist hier zum Beispiel bei dem Teil, dass da mal noch ein bisschen erschöpft ist, dass man es auch ein bisschen zeigt. Also es ist viel realistischer gemacht hier in diesem Spiel, das merkt man auch. Also man hat sich wirklich hier in dieser Version sehr viel Mühe gegeben und es macht auch sehr, sehr viel Bock. Und ich werde auch gleich, also ich bin jetzt gerade bei der Bearbeitung, wenn ich das Video fertig geschnitten habe, werde ich weiter aufnehmen, weil ich so Bock darauf habe. Auf jeden Fall PS15, also PS4-Version, zeigt mir, warum ich dieses Spiel haben wollte und warum ich mir auch die PS4 auch einer Kaufgründe, warum ich mir die PS4 geholt habe. Wegen diesem Spiel, weil ich das unbedingt spielen will. Und ja. Und es hat sich bisher super gelohnt. Also man sieht schon, es ist ein gutes Spiel, WWE 2K15 auf der PS3-Version. Naja, war jetzt kein optimales Spiel für mich. Also ich fand es persönlich nicht so gut. Also ich fand es eher schlecht. Also eigentlich eher eine so eine billige Kopie von WWE 2K14. Und 14 fand ich eigentlich ein sehr gutes Spiel. Meiner Meinung nach. Also mit 30 Years of WrestleMania, mit The Streak und alles. Und ich habe gedacht, 2K15 wird vielleicht gut auf der PS3, aber naja. Wurde leider nichts draus, aber die PS4-Version finde ich viel, viel besser. Ich bin aber auf die Verkaufszahlen vor allem gespannt, also wie viel Verkauf es waren. Bei der PS3 und Xbox One sind es an die 100.000 Verkäufe, also PS3 auf jeden Fall 100.000. Xbox One auch so ungefähr, ist nicht so viel. Letztes Jahr waren es, glaube ich, fast eine Million, ich glaube über eine Million, wo die Version gekauft wurde. Aber okay, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so 500.000, mehr als 500.000 dieses Spiel kaufen werden. Bin ich mir sicher, also jeweils zusammen, weil man auf diese Sachen auch mehr Fokus legt. Und ich finde auch 2K an sich ist auch eine super Firma, die dieses Spiel weiterführt. Also THQ, ja, finde ich im Vergleich zu 2K natürlich ist es ein Unterschied für mich, weil 2K finde ich sehr, sehr gut, auch besser als EA selbst. Würde mich mal interessieren, FIFA von 2K, aber wird es glaube ich nie geben, leider, aber naja, ist ja nicht schlimm. Aber FIFA finde ich an sich auch ganz okay auf EA. Ja, und ja, das war ein geiler Move, muss man sagen, Bildermatt. Das war ein geiler Move. Ja, wie viele Minuten haben wir denn noch? Ja, 7 Minuten, was kann man noch so sagen, alles, ja. Nachdem, nochmal kurz zur Info zu den Videos, also auf jeden Fall, My Career kommt jeden Tag, solange, wie lange es wird, weiß ich nicht. Also, eine Karriere geht ja 15 Jahre, also wir werden keine 15 Jahre spielen, das kann ich mir nicht vorstellen und ich glaube, das wäre auch irgendwann langweilig. Ja, hier habe ich nochmal nachgeguckt, was ich für ein Signature habe. Ja. Hatte ich natürlich keine Ahnung, aber naja. Egal. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich mache es so lange, wie es mir Spaß macht und auch euch Spaß macht. Machen wir es so. Vielleicht zum Höhepunkt, bis ich den WWE-Titel habe oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, man sieht schon, wie sehr ich verkacke hier. Das ist schon sehr, sehr heftig. Aber gut, das ist mein erstes Match überhaupt. Also das ist mein allererstes Match, was ich gespielt habe. Ich habe davor noch kein einziges Match gemacht. Ich habe direkt angemacht und direkt gezockt. Und ja. Jetzt mittlerweile habe ich ein bisschen eingespielt. Also ich bin ein bisschen besser geworden mit den Kettengriffen und so. Das muss ich noch üben. Muss noch besser sein. Auf jeden Fall. Aber ansonsten läuft eigentlich ganz gut. Und ja. Ärgert mich persönlich auch, dass dieser Tonfehler passiert, weil ich wollte eigentlich gerade weiter aufnehmen, aber habe ich gemerkt, oh je, die Folge, die ist ja noch fertig, noch gar nicht kommentiert. Das muss ich noch schnell machen. Und dann mache ich es schnell. Dann kann ich gleich weiter aufnehmen. Ja, und ich hoffe, euch macht das auch Spaß. Ihr schreibt gerne in die Kommentare Verbesserungsvorschläge, was ihr an dem Spiel gut oder schlecht findet. Schreibt einfach in die Kommentare und ich habe nur bis 2. Okay. Und ich bin gespannt, dass wir, wenn wir bald in NXT sind, dann im Main-Roster, welche Fäden wir haben werden, was wir alles haben. Also, da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich sagen. Wird mir auch viel Spaß machen. Auch Showcase macht mir auch momentan viel Spaß mit der neuen Grafik. Das macht richtig Bock, weil ich spiele es ja auf 2 Accounts. Einmal auf mein Let's Play und privat. Ich habe auch schon ein bisschen angezockt. Nur die Shawn Michaels Story habe ich noch nicht gespielt, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Damit ich nicht alles weiß. Deswegen habe ich dann noch ein bisschen gewartet. Nicht wundern. Also, Shawn Michaels und so war ich immer noch nicht, bis die ersten beiden Folgen. Die weiß ich natürlich, weil ich die gerade gespielt habe. Aber ansonsten, ja. Ich hoffe, es kommt doch alles pünktlich. Also, wundert euch nicht, wenn irgendwie ein Video zu spät kommt oder gar nicht kommt. Das kann liegen, weil ich halt sehr viel Schule und so machen muss. Aber das mit den Videos kriege ich, denke ich, hin. Aber nur das mit dem Veröffentlichen kann sein, dass es vielleicht sich leicht verspäten könnte. Also, darauf bitte Verständnis haben. Das ist ganz nett von euch. Ja.
Ansonsten kann man sagen, ja, dass ich entweder eventuell ein Meinungslied machen könnte, wenn ihr dafür seid. Also schreibt es in die Kommentare, ob ihr sowas vielleicht hören wollt oder nicht hören wollt. Und ich entschuldige mich auf jeden Fall für diesen Tonfehler. Das ist mir natürlich ein bisschen leicht unangenehm. Ich habe auch bei der ersten Folge, da habe ich auch erstmal gedacht, zeige ich komplett, wie ich meinen kompletten Superstar stelle. Irgendwann habe ich gedacht, ich gehe auch mehr ins Detail und werde auch immer ruhiger. Also ich rede gar nicht und das ist auch ein bisschen schwierig bei so einer Sache, weil man will ja schon einen Superstar erstellen, wo man auch, wo ich auch mal gucken, wo ich auch meinen Spaß haben will, also wo ich sagen kann, ja, den nehme ich hier schon. Was ich cool finde, ist zum Beispiel hier ein Bild davon, von dem Superstar im Menü, das finde ich auch ganz cool, muss ich ehrlich sagen. So unten im Bild und so, das ist sehr cool, das war früher nicht so, das ist auch ein sehr, sehr schönes Detail. Nochmal das Cover. Und, nein. Dich brauche ich nicht. Ja, das war nur ein kleiner Witz von mir. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, bei diesem Move will ich immer diesen Uppercut zeigen, aber nein, das klappt nie. So, was kann ich noch so viel sagen? Gibt nicht viel zu sagen, glaube ich. Ich entschuldige mich auf jeden Fall für diesen Fehler hier. Ich entschuldige mich für den Fehler in der ersten Folge. Ich hoffe, ihr könnt mir den verzeihen. Und ja, ich bin auch gespannt, ob wir auch Moves selber einstellen können, also entscheiden können, welche Signature, welche Finishers wir einsetzen können. Das wäre noch ganz cool, wenn wir das machen könnten. Und ja. So, super gemacht. I know 10 other guys that want this more than you do. So, was machen wir jetzt? Jetzt fokussieren wir uns. Wir drehen uns einmal um ihn rum. Ja. Nur ein bisschen ausgucken. Das wäre auch nicht ganz schlecht. Und dann noch ein schöner Wegschmeißer. Ja, ein kreativer Move-Narbe. Wegschmeißer. Also ich wusste jetzt nie, wie ich den Signature einsetzen soll. Das war jetzt mein großes Problem. Irgendwann habe ich es auf die andere Methode gemacht, die ihr jetzt gleich seht. Die müsste jetzt gleich kommen. Nee, war doch eine andere. Nee, war. Ach, da war der Finisher. Ich bin doof. Show me you want this. Show me you wanna be a WWE Superstar. Vertical Suplex Power Slam. So. Come on! Jetzt seht ihr den geladenen Finisher. Das ist, glaube ich, auch neu, dass man diesen geladenen Finisher direkt ausführen kann. Und den führe ich natürlich aus. Come on! I need to Und see dann more from you. Natürlich der Pin. Hinterher. 1, 2, 3. Das war's. Wir haben gewonnen. So, wir haben es geschafft. Den ersten Sieg. Wir haben 225 TP bekommen. Auch nicht schlecht. Ja. Wochenende. Talentpunkte. Das sind Talentpunkte. Gut. Weiß ich Bescheid. Wir haben 225 Talentpunkte bekommen. Ja. Auch nicht schlecht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Oder wartet. Nee, kommt nichts mehr weiter. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.